Wenn es möglich ist, wollen wir niederknien zum Gebet. Lieber treuer Vater in dem Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir so auf den Tag freuen dürfen, wo du wiederkommst. Es wird ein Tag sein voller Freude. Aber wir danken dir, dass du uns in deinem Wort auch Mut machst für die Zeit bis dorthin. Und wir möchten dich auch heute Morgen einladen, dass, wenn wir dein Wort aufschlagen, wir ermutigt werden, getröstet werden durch das, was wir hören. Wir danken es dir im Namen Jesu. Amen. Es ist schon interessant, was man so alles in einer Woche hören kann, in einigen Tagen, nicht? Allein aus einem Kapitel der Offenbarung, Kapitel 7, viel Mut, viel Trost, viel interessante Sachen. Und es ist gut so, dass wir im Studium immer wieder was Neues entdecken. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit, nicht wahr? Viele schreien oder rufen, wer kann bestehen? Das ist nicht nur etwas, wo man sich so nebenbei sagt, sondern da sind Ängste da. Aber wir dürfen sehen, dass Gott uns nicht alleine lässt. Er gibt uns wirklich Hilfe. Und ich möchte mit euch einen Text aufschlagen, den wir im 7. Kapitel der Offenbarung finden. Wir sind ja schon fast durch mit diesem Kapitel. Und ich lese den 16. Vers. Offenbarung Kapitel 7, Vers 16. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auf sie nicht fallen oder lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Interessanter Text, den wir hier haben. Und wir merken schon, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, dann ist das wirklich ein Blick, der in den Himmel geht. Die Gläubigen werden einmal dort sein, wo es keine Not mehr gibt, keinen Schmerz mehr gibt, alles vorüber ist. Und ich denke, wir dürfen mit vollem Herzen sagen, wenn wir einmal dort sind, werden wir uns an die Dinge, die wir hier erlebt haben, nicht mehr so stark erinnern. Aber wir sind noch mittendrin. Wir sind noch nicht dort. Und es steht hier, dass sie einiges erleben werden in Offenbarung Kapitel 7, Vers 1, nicht? Was wir gesagt haben oder was wir gelesen haben, dass hier beschrieben steht, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auf sie nicht lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Das heißt, sie gehen durch eine Zeit hindurch, die nicht immer so einfach ist. Und Jesus sagt es ja auch selbst. Er schmiert seinen Leuten nicht irgendwelche Honig um den Mund, nicht? Wenn wir die Worte aufschlagen im Matthäus Kapitel 24, wo die Jünger so auf dem Ölberg sitzen und unbedingt wissen wollen, was so alles geschieht, ganz zum Schluss. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern dort, ab Vers 20, er sagt, bittet, aber dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder im Sabbat. Okay, die Sache mit Jerusalem zur Zerstörung ist zwar eine Miniatur gewesen für das, was am Schluss sein wird. Es wird interessant werden. Oder wenn ich Vers 21 dann lese, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also Jesus fordert uns da schon heraus und sagt, es wird einiges passieren. Wenn ich das Parallelkapitel von Matthäus Kapitel 24 aufschlage in Lukas 21, da sagt Jesus noch interessante Dinge im Zusammenhang mit den letzten Zeichen, die passieren werden ab Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen, sagt er hier, an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde,
Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und wir haben die gleiche Idee, die gleiche Aussage auch im Alten Testament. Wenn Daniel im 12. Kapitel uns deutlich macht, und er geht davon aus, es ist die Zeit kurz bevor Jesus wiederkommt, wenn Michael sich aufmacht, dann sagt er im Kapitel 12, Vers 1, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelsfürst, für dein Volk eintreten, wenn er sich aufmacht, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seit es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Also die Bibel ist uns da sehr deutlich und zeigt, da gibt es einiges, was auf uns zukommt. Aber wir brauchen keine Angst haben. Er ist ja bei uns. Er zeigt nur, dass es so kommen wird. Und Gott hat immer eine Lösung. Er möchte ja sein Volk retten. Er möchte auch die retten, die noch am Schluss, ganz zum Schluss, diese Entscheidung treffen. Er sagt ja auch bei dem Gleichnis von den Weingärtnern, dann kommen einige zur Mittagszeit, einige noch am Nachmittag und einige kommen, wo es schon bimmelt, nicht wahr? Und die kommen auch noch, ganz zum Schluss. Und das, was da geschehen wird, ganz zum Schluss, das ist auch nicht etwas, was am Ende so ganz blitzartig sein wird, sondern es wird sich langsam steigern. Aber in der Zeit, wo es sich steigert, haben die Gläubigen auch einiges durchzumachen. Aber es ist dazu da, um Menschen herauszuretten. Gott sagt uns, da werden viele Dinge passieren unter dem Volk Gottes, damit Menschen aufmerksam werden. Ich habe so ein kleines Büchchen, ich habe es gerade weggegeben, weil jemand es auflegen möchte neu. Das heißt, und ich weiß nicht, wer es von euch kennt, das ist noch mit einer Schreibmaschine geschrieben, Gottes Taten unter dem Adventvolk. Kennt das jemand von euch? Ja, ein paar kennen es. Ganz interessantes Büchchen. Da ist ein Bauer in der Lüneburger Heide. Und er war immer darauf, dass er Leute in seinem Bibelkreis hat. Aber es war nie viel da. Und eines Tages kommt eine junge Mutti mit ihrem kleinen Kind zum ersten Mal zum Bibelkreis. Und der Bauer hat sich gefreut. Er war nur und seine Frau und diese junge Mutti war da und das kleine Kind. Und er hat extra ein Zimmer vorbereitet, wenn Kinder kommen, dass sie da ein bisschen spielen können. Und dann haben sie die Bibelstunde gehabt. Und als sie fertig sind und die Mutti ihr Kind abholen will, dann war das Kind verschwunden. Und sie rufen, das ganze Haus durchsuchen sie, das Kind ist nicht da. Sie rufen im Garten, suchen den ganzen Garten ab. Der war eingezäunt, es war alles verschlossen, da konnte das Kind nicht drüber. Das Kind war nicht zu finden. Und der Bauer sagt, es gibt noch eine Möglichkeit, wo das Kind ist. Ich habe hinter meinem Stall eine Jauchegrube. Und er nimmt einen Stecken und stochert da drin und holt das Kind raus. Und die Mutti sagt, ist das jetzt die Belohnung dafür, dass ich zur Bibelkreis gekommen bin? Und der Bauer sagt, ich weiß auch nicht, warum es passiert ist, aber wir können Gott bitten. Er ist der Geber von Leben. Und nimmt das Kind und sie legen es auf den Tisch und er betet und das Kind schlägt die Augen auf. Fantastisch, oder? Da werden Dinge passieren, wo Menschen nochmal aufmerksam werden. Bevor diese letzte Zeit kommt, nicht? In der Offenbarung haben wir ja eine ganze Reihe von so Hinweisen. Und wir haben gerade gelesen, Offenbarung 7, sie werden nicht hungern noch dürsten, noch der Sonnenschein wird auf sie lasten. Interessant ist, dass wir ähnliche Elemente, ähnliche Aussagen bei den Plagen haben in der Offenbarung. Offenbarung 16. Wir haben ja nicht in der Offenbarung Plagen, oder? Wir haben auch in Ägypten Plagen. In Ägypten waren es 10, in der Offenbarung sind es 7. Die ersten 3 Plagen haben mit Ägypten was zu tun und die letzten 4 mit Babylon. Matthias, dürfte ich bitten, mal kurz nach oben zu kommen. Ich möchte was illustrieren.
Du kommst dir lebend runter, ist kein Problem. Gib mir doch mal deine Hand. Wenn seine Hand das Volk Gottes wäre, dann ist dieses Volk Gottes damals in Ägypten ja in einer Situation gewesen, wo man sich eingelebt hat. Sie waren 400 Jahre in Ägypten, nicht wahr? Sie hatten dort ihre Freunde, sie hatten dort ihr Haus oder ihre Wohnung. Es war ihre Heimat. Man gibt Heimat nicht einfach so einfach auf, oder? Sie hatten, dort fühlten sie sich wohl. Es war das, was ihr Leben bedeutete. Gott wollte doch sein Volk aus Ägypten führen, nicht wahr? Was musste er tun, um sein Volk frei zu machen? Er musste die ganzen Umstände, in denen das Volk lebte, zersprengen. Das heißt, durch die Plagen wurden die Fesseln gelöst und das Volk wurde frei. Könnte es möglich sein, Dankeschön. Könnte es möglich sein, dass es bei den letzten Plagen auch so ist? Dass Gott die Plagen schickt, damit sein Volk frei wird, um in den Himmel zu gehen? Dass das nicht nur eine Sache ist für die Ungläubigen zur Bestrafung, sondern dass das Volk frei wird, da nützt dann kein Mercedes mehr etwas, versteht ihr, und kein Haus mehr was. Braucht man nicht mehr. Sondern das Volk wird frei. In dieser Situation, die wir vorhin gelesen haben, Matthäus 24, wo Jesus sagt, bittet darum, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und Sabbat. Da haben wir so einen kleinen Gedankensplitter, doch in der Apostelgeschichte. Ihr wisst, dass eine Zeit gekommen ist in der Gemeinde zu Jerusalem, dass sie alles verkauft haben. Kennt ihr die Geschichte? Und dann kamen doch zwei. Die haben auch alles verkauft. Aber die sagten sich, naja, ein bisschen was können wir auch für uns behalten, oder? Sondern ganz, ganz bisschen was. Muss ich auch noch nicht wissen. Und dann kommt der Petrus und sagt, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Interessant, es ist nur in Jerusalem passiert. Weder in Antiochien noch irgendwo anders, nur in Jerusalem haben sie das verkauft. Im Nachhinein wissen wir warum. Weil Jerusalem wurde platt gemacht, oder? Da nützte nichts mehr, da haben sie nichts mehr gehabt. Sie hätten es behalten können, aber sie haben es vorher nochmal Gott gegeben. Und eine Evangelisation in Jerusalem konnte stattfinden, dass an einem Tag 3.000 getauft wurden, dann wurden 5.000 getauft. Das wird am Schluss auch wieder so sein. Gott wird, Ellen White sagt darüber, Gott wird seinem Volk sagen, wann sie ihren Krempel verkaufen können. Keinen Sinn mehr. Dann ist die Zeit reif geworden. Also wir merken schon, es ist interessant, was die Bibel so alles sagt darüber. Aber dass die Menschen, dass gläubige Menschen am Schluss durch diese Zeit gehen werden. Ich habe hier ein Zitat von Ellen White in dem Buch Vom Schatten zum Licht. Kennt dieses Buch, ja? Sie zitiert hier Offenbarung 7, Vers 16 auf Seite 594. Sie sagt sie und sie meint dort die 144.000. Sie haben erlebt, wie die Erde durch Hungersnöte und Seuchen verwüstet wurde und Menschen unter der großen Hitze der Sonne schmachten mussten und haben selbst Leid, Hunger und Durst erlitten. Also sie sind mit durchgegangen. Nicht so, dass die einfach im Sessel gesessen waren und sagen, die anderen, denen geschieht das Recht. Ja? Sie sind mit durchgegangen. Sie wird nicht mehr hungern und dürsten. Diese 144.000. Wir haben ja in diesen Tagen ja einiges über die 144.000 gesprochen. Die 12.000 aus jedem Geschlecht Israel. Diese große Schar, die da gekommen ist. Und man fragt sich, eigentlich sind ja ungefähr 75% aller Aussagen des Neuen Testaments vom Alten Testament. Haben wir im Alten Testament vielleicht auch einen Hinweis auf die 144.000? Das wäre eine interessante Frage. Im Neuen Testament haben wir den Hinweis 12 Geschlechter Israel, aber es ist ja nicht nur, dass die Israeliten gerettet werden, oder? Man könnte natürlich sagen, wie der Paulus da sagt, nicht der ist ein Jude, der auswendig ist, sondern der ist inwendig ist.
Aber wir haben in der Offenbarung ja auch nicht nur das Volk Israel, sondern wir haben in Offenbarung 22 auch die 12 Apostel, nicht wahr? Also könnte man sagen, es sind Gläubige aus dem, ja, Israeliten und die Gläubigen aus der Heiden. Heiden heißt alles, was nicht Jude ist. Das ist auch die Idee in Römer Kapitel 11. 12 mal 12, 144, und die 1000 sind einfach mehr. Wenn wir ins Alte Testament hineingehen, haben wir eine ähnliche Idee. Wir haben den Text schon einmal gelesen in diesen Tagen, aber schlagen wir vielleicht nochmal kurz auf. Es ist interessant zu wissen in dieser Sache, weil wir Mut bekommen, dass Gott mehr tut, als wir uns vorstellen. Im Hesekiel Kapitel 9, Hesekiel Kapitel 9, 8 und 9 ist sehr interessant, sollte man Zeit nehmen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber in Kapitel 9 steht dann plötzlich im Vers 4, und er sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, die das seufzen und jammern über die Gräuel, die dort geschehen. Wir sind in einer prophetischen Situation, prophetische Sicht. Ist nicht real, ist prophetisch. Und da stehen wir: Zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die seufzen und jammern über die Gräuel, die hier geschehen sind. In der Offenbarung haben wir auch so ein Zeichen an der Stirn oder der Hand, ja? Offenbarung 13. Gott zeichnet sein Volk auch. Und er zeichnet es, hier steht, mit einem Zeichen. Jetzt, wenn wir den hebräischen Text anschauen, dann wird dieses Zeichen genannt als mit einem Buchstaben bezeichnet, und zwar mit dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Staff. Jetzt hat im Hebräischen jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert. Wir kennen das aus dem Lateinischen. Großes I ist 1, ja, und X ist 10 und V ist 5 und L ist 50, glaube ich. Ja, ihr kennt das, ja. Wir nehmen das ja auch her mit dem Vicarius Fili Dei, ja, 666. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert. Und dieses Taf hat den Zahlenwert 400. Wir sind in der prophetischen Sprache. Und in der Prophetie, wenn es um Zahlen geht, geht es doch immer, ein Tag ist gleich ein Jahr, oder? Da haben wir 3,5 Zeiten, 42 Monate, 1260 Tage ist Jahre, ja? Also man rechnet immer mit 30 Tagen, ein Monat. Wenn du 400 in der Prophetie überträgst, mal 360, wisst ihr, was da rauskommt? 400 mal 360? 144.000. Ja, interessant. Interessant. Aber gehen wir zurück zu Daniel, Offenbarung 7, Vers 16. Gott möchte ja sein Volk schützen. Er möchte es schützen. Und wir haben schon erwähnt, es sind einige Hindernisse da, nicht? Und da steht, sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Kapitel 7, ja? Und diese Dinge, die hier erwähnt werden, zeigen, dass hier einiges geschieht. Wie können wir das auf uns heute übertragen? Was bedeutet das für uns heute, was hier geschrieben steht? Wir können uns schon vorstellen, dass das nicht einfach ist, diese Zeit, die Sie hier erleben. Wir haben Prophezeiungen auch im Alten Testament, die das mit aufgreifen. In Jesaja 49, Vers 10, da steht: Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen, denn ihr Erbarmer wird sie führen und an die Wasserquellen leiten. Also Gott möchte uns deutlich machen, auch wenn diese Zeit kommt, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Gott sorgt. Es geht nicht um unsere Gefühle. Wenn Gott etwas verheißt, dann dürfen wir uns versichern, dass diese Dinge passieren werden. Er wird uns in dieser Zeit hindurchbringen. Auch wenn andere dursten und hungern, braucht sein Volk keine Angst zu haben.
Wir haben ein Beispiel in der Bibel, kennt die Witwe von Zarpath, ja? Melilia, wo das Mehl und das Öl nicht ausgegangen ist, ja? In diesem kleinen Heftchen, was ich vorhin gerade erwähnt habe, ist noch eine schöne Geschichte, muss ich euch kurz erzählen. Ein BE unterwegs. Wisst ihr, wir haben heute eine Zeit, wo wir uns alles kaufen können. Kein Problem. Wenn wir irgendeine Not haben, dann kaufen wir das eben. Ja, es gibt alles zu kaufen, aber diese Zeit kann ganz schnell vorbei sein. Ganz schnell, schneller als wir denken. Da ist ein BE, der hat einige Kinder zu Hause und es war schwierig, irgendwas zu verkaufen. Und er betet, sie haben nichts mehr zu essen. Lieber Gott, schenk uns heute Abend wenigstens ein Brot und ein bisschen Butter, dass wir es zu essen haben. Und er läuft den ganzen Tag und verkauft nichts. Zum Schluss hat er noch ein Haus, er geht noch hin, er ist ziemlich müde. Und die Frau sagt, ja, ich würde Ihnen ja gern was abkaufen, aber ich habe kein Geld. Werden Sie zufrieden, wenn ich ein Stück Brot Ihnen gebe? Und dann hat er ein Brot gehabt. Er ist ganz glücklich. Die Kinder haben was zu essen. Aber er sagt, der liebe Gott, als er mit seinem Fahrrad nach Hause fährt, ich habe nicht nur ein Brot gebeten, sondern auch ein Butter. Wo ist die Butter? Und es war Mondschein. Und plötzlich sieht er auf dem Weg etwas blitzen und er steigt ab. Lag da Butter. Ich denke, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott wird sein Volk bewahren. Es ist viel leichter gesagt, wenn man alles hat, versteht ihr? In der Theorie sind wir da ganz große Meister, in der Praxis wird es oft manchmal schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es gibt einen Ort auf dieser Erde, wo Gott auch immer noch Manna regnen lässt. Habt ihr schon mal gehört? Ich habe die Bilder zum ersten Mal vor einiger Zeit gesehen von zwei Leuten, die ich gut kenne. Frank Hasel und Alberto Timm. Frank Hasel kennt ihr wahrscheinlich alle, Alberto Timm wahrscheinlich weniger. Das sind zwei Leute, die sind nicht irgendwie so emotional aus dem Häuschen. Ja? Sehr Realisten. Und die zwei Leute waren dort, die wollten das anschauen, ob das wirklich stimmt. Und ich habe die Bilder gesehen, sie haben es in der Hand gehabt. Genauso wie damals, als Manna gefallen ist. Ist geschehen damals in Angola, als großer Bürgerkrieg war, in einer Missionsstation. Und das fällt, und man kann es essen, es schmeckt genauso wie ein Semmel, Honigsemmel, wie es in der Bibel beschrieben ist. Fällt dreimal in der Woche. Kann Gott sein Volk retten? Kann er was geben? Kein Problem, oder? Für Gott kein Problem. Er kann es tun. Es ist fantastisch, dass wir so einen Gott haben, nicht wahr? Natürlich ist das Essen und Trinken nicht nur buchstäblich gemeint, auch im übertragenen Sinn. Gott wird sein Volk immer mit der Speise vertrauen, die es braucht. Immer. Wir dürfen sicher sein, dass er das macht. Und in Situationen, die wir uns nie vorstellen können, wenn ein Mensch Hunger hat nach dem Wort Gottes, wird Gott ihm das geben. Ich war in Santa Cruz in dem größten Gefängnis. 4000 Leute sind da drin. Ich möchte keinen Tag drin sein. Es reicht, wenn man draußen ist. Kriegt man einige Stempel aufgedrückt, wenn man reinkommt. Man ist da sehr bedacht, dass die Stempel nicht runtergehen, weil sonst kommst du nicht mehr raus. 4000 Leute da drin. Da gibt es allein in diesem Gefängnis 3 Adventgemeinden. Das sind verschiedene Trakte. Und zum Schluss war ich noch in dem Hochsicherheitstrakt. Da wirst du nochmal durchgefilzt. Kriegst noch ein paar Stempel drauf. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und in dem Hochsicherheitstrakt sind dann nicht nur die Leute drin, die mal die Butter vom Brot gestrichen haben. Ne? Da sind die schweren Jungs drin. Und ich komme da rein und dann treffe ich da drin Leute an. Ungefähr 30 Leute, die mit mir Gottesdienst feiern wollen. Der Schlimmste, der das ganze Gefängnis dort terrorisiert hat,
hat irgendwie eine Bibel bekommen. Und er hat angefangen, die Bibel zu lesen. Heute ist er der Gemeindeleiter dieser kleinen Gemeinde. Fantastisch, oder? Gott wird sein Volk nähren. Und es ist toll, dass wir solch einen Gott haben. Aber die Bibel sagt uns auch nicht nur, dass sie hungern und dürsten müssen, manchmal vielleicht zum Schluss, sondern die Sonne wird auch ziemlich heiß werden. Auch da gibt es einen Text im Alten Testament. Ich habe den immer verkehrt gelesen. Da habe ich immer gelesen, hier wird siebenmal heißer, steht gar nicht dort, steht immer siebenmal heller. Aber es wird heiß werden. Man muss ein bisschen schwitzen. Auch das Volk Gottes wird schwitzen müssen am Schluss. Es wird ein bisschen interessant werden. Steht dort, nicht? Aber es steht hier, die Sonne wird wohl siebenmal heller sein zu jener Zeit, wenn der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und die Wunden heilen wird, steht hier. Und ihr merkt schon, auch in dieser Situation, wenn alles drunter und drüber geht, kann Gott sein Volk retten. Denk an die drei Freunde von Daniel, nicht wahr? Die waren im Feuerofen drin. Was kaputt gegangen ist, war der Strick, aber nicht mehr die Haare waren versenkt. Ja? Gott kann wenn die Lebensgrundlagen scheinen zu verschwinden, kann Gott sein Volk retten. Kann Gott sein Volk beschützen. Und das ist fantastisch. Er tut das. Es ist gut, dass wir solch einen wunderbaren Gott haben. Und ich denke, wir sollten uns nochmal erinnern an das, was wir in Offenbarung 21 finden. Weil Gott möchte uns den Blick auf jenes Geschehen richten. Auch wenn wir in Offenbarung 7 sehen, dass es manches zu erleiden gibt. Aber Offenbarung 21 ist ein fantastisches Wort. Und ich lese dort ab Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich denke, wir dürfen diesem Gott danken, diesen Ausblick zu haben. Auch wenn es schwierig wird. Aber Gott möchte sein Volk frei machen, damit es bereit ist, ihm zu begegnen. Lass uns noch miteinander beten. Lass uns aufstehen dazu. Lieber treuer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass wir wissen dürfen, wir sind in deiner Hand geborgen. Wir danken dir, dass du uns auch über die letzten Dinge nicht im Unklaren lässt. Es werden manche Dinge kommen, die nicht einfach sind. Und Petrus sagt sogar, wenn wir in Schwierigkeiten hineinkommen, sollen wir heute dankbar sein, weil wenn wir durch die Schwierigkeiten durchgehen, wird unser Glaube hinterher stärker sein als vorher. Du möchtest uns vorbereiten, aber wir dürfen den Blick haben auf dich und an deiner Hand dürfen wir geborgen sein. Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen.